Beim letzten Video hat Nela berichten dürfen, was ihr Herzensanliegen ist mit den Kindern, Kindergarten bei Nehemia und Schule. Und ich würde sagen, jetzt bin mal ich dran und ich nehme dich ein bisschen damit hinein, was so mein Arbeitsalltag ist und ja, was mir wichtig ist, wo mein Herz dafür schlägt. Bei Nehemia gibt es ja verschiedene Projektbereiche, ja. Aber ein Bereich, den man weniger sieht, aber der ganz, ganz wichtig ist, ist das, was unsere Wächter hier tun. Unsere Wächter hier, die sind gleichzeitig auch unsere Handwerker. Und damit das Gebäude in Schuss gehalten werden kann und der ganze Platz hier, muss man ja viel handwerken eben. Und da braucht man passenden Arbeitsplatz und gleichzeitig auch die notwendigen Tools, die Werkzeuge dazu. Ich bin hier bei uns in der Garage angelangt. Die Garage war bis vor kurzem noch oder ist immer noch ziemlich vermüllt, würde man ganz direkt sagen, in Deutschland. Also eine Abstellkammer für alles Mögliche und die Werkzeuge und so weiter wenig vorhanden und die vorhanden sind, ziemlich ungeordnet. Hier hinter mir siehst du, da hat sich jemand schon mal ein sehr schönes System überlegt. Oh, Vorsicht zu. Und die Werkzeuge, die Sägen, die sind alle stumpf. Durch die Brillen, die man oben im Bild sieht, oben rechts, die sind verkratzt, du kannst gar nicht mehr richtig durchschauen. Das habe ich mir jetzt angesehen, vor allem weil der Su hier hinter mir, den kennst du ja schon vom Fahrradtraining zum Beispiel. Und den Erigo kennst du auch. Salami, Erigo. Salami. Mit dem haben wir doch das Tor schon mal gestrichen. Die beiden sind verantwortlich hier, sich um diese Garage zu kümmern, dass die ein richtig schöner Werkraum wird. Und ich habe gesagt, hey, bevor wir hier neue Sachen einkaufen, erstmal aufräumen, okay? Und das ist jetzt erstmal ihr Job hier und ich gebe dir nochmal kurz den kleinen Eindruck, wie es hier vorher aussah und ich hoffe, dass ich vielleicht so in 3-4 Wochen filmen kann, wie denn der Zustand danach ist. Wir sind hier jetzt in einem der größten Baumärkte in Madagaskar, würde ich sagen. Und hier gibt es so ziemlich alles. Also es kann mit dem deutschen Baumarkt standhalten und ich bin voll glücklich. Die haben nämlich hier ihr Sortiment nochmal umgebaut und ich finde eigentlich alles, was ich brauche. Und der Su hier hinter mir, der war noch nie zu einem großen Baumarkt, hat er mir gesagt. Der ist hier zum ersten Mal da und wir haben schon einen ziemlich vollen Einkaufswagen. Und ich glaube, wir werden jetzt gut ausgestattet sein in unserer Garage, dass die Wächter hier gute Arbeit machen können mit den richtigen Werkzeugen. Stromausfall im Baumarkt, mitten beim Shoppen, auch das passiert hier in Madagaskar immer mal wieder im Supermarkt oder wie hier im Baumarkt und tada, ein paar Sekunden später, keine Panik, Licht ist schon wieder da. Nela kommt gerade rein, während ich mich mit dem Su unterhalte und ist begeistert. Denn einen Tag, nachdem wir einkaufen waren, hängt hier schon ein bisschen was vom Werkzeug, auch da hinten, und muss nochmal eine komplette Neuordnung gemacht werden und die Sachen, die hier fehlen, müssen wegradiert werden oder überstrichen werden oder nochmal ein neues System gemacht werden. Aber es ist schon einiges am Müll draußen hier. Und in die Mitte. Hier wollen sie mit dem Werkzeug, das sie jetzt bekommen haben, eine eigene Werkbank sieht gut aus, ja? Gestalten. Sogar hier aufbauen. In einheitlicher Farbe, darauf achten Frauen immer besonders. Ja, alles in Blau, schön, oder? Ja, jetzt müsste hier bloß noch eine Fensterscheibe rein, dann ist es hier auch hell drinnen. Das stimmt. So, die Werkstatt ist jetzt fertig und die Arbeiter stehen bereit. Das ist auch wichtig, denn in den nächsten 2 Monaten müssen im Center hier bei uns verschiedene Arbeiten erledigt werden. Du siehst hier zum Beispiel, die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Aber wenn man genauer hinsieht, merkt man vielleicht, es ist schon an manchen Stellen richtig gefährlich, weil das Holz morsch ist und so weiter und es unbedingt ausgetauscht werden muss. Und das machen wir jetzt in den Sommerferien und ich gehe mal mit dem Tutsu zusammen Holz einkaufen. Es ist laut hier. Na klar, ich stehe hier neben der Straße und vor allem laufen hier die Maschinen hinter mir.
am Sägewerk bzw. beim Holzverkäufer. Der hat ja alles, was wir brauchen, um den Spielplatz zu verbessern. Und deswegen war ich bei ihm vor ein paar Tagen und habe das Holz bestellt, maßgenau. Und das Coole ist, wenn ich das zum Beispiel heute bestellen würde, dann wäre es innerhalb von 2 Tagen fertig. Also es geht hier echt zackig zu. Hinter mir, da warten schon die Fahrer des Kalessas, also des Wägelchens, das du im Hintergrund siehst. Mit dem transportieren die dann das ganze Holz zu uns nach Hause. Richtig cool, oder? Schauen wir mal rein und gucken, ob die alles so vorbereitet haben, wie wir es brauchen. Das ist hier ein bisschen sowas wie Mittagspause. Es gibt eine kleine Mahlzeit zwischendrin. Man sieht auch hier die Mädels am Arbeiten. Die haben vorhin die ganze Sägespäne hier zusammengesammelt und in den Sack rein. Also hier wird fleißig gearbeitet. Ich bin begeistert hier von diesem Holzverkäufer. Auch die Maschinen zu sehen, wie sie arbeiten. Und der Tutsu hier, der macht einen super Job, weil er misst alles nochmal ab, dass das, was wir bestellt haben, auch genauso bei uns landet. Und das muss man hier unbedingt machen, denn nachher beschweren hilft nichts. Und deswegen machen wir einen sehr genauen Job. Ja. Da muss ich jetzt irgendwo bezahlen, das ist das Büro. Und hier sitzt der Chef. Wir sind wieder draußen, es ist wieder laut hier. Wir verabschieden uns hier vom Tutsu, denn er läuft mit dem Kalessa mit. Das sind vielleicht 3 Kilometer, aber er sagte, er erklärt ihnen den Weg und genießt dann wahrscheinlich auch noch die Gesellschaft und das Fahren auf dem Kalessa. Ich tippe mal, der setzt sich dann oben drauf und lässt sich ziehen. ein paar Minuten später hätte ich mich nur mit auf den Kalessa gesetzt mit dem Tutsu und wäre hier den Berg runter gefahren. Ich muss jetzt laufen, weil das Auto nicht anspringt und das geht wahrscheinlich erst wieder in 2-3 Stunden. Das muss erst kalt werden und dann geht es wieder an. Ich bringe es heute auch in die Werkstatt. Ja, aber das ist manchmal so. Es haben die 3-4 Madagassen noch versucht, das Auto mitzustarten. Wir haben es den Berg runterfahren lassen, es hat alles, also runterrollen lassen. Es hat alles nichts geholfen. So, nach einer halben Stunde habe ich sie doch eingeholt. Da ist ja der Tutsu. Die müssten nochmal das Holz festbinden und ich war dann zu Fuß doch schneller unterwegs wie sie. Jetzt können wir zusammen gehen. Mit dem Bitakai und Bunini Kalessa, genau. Ich habe ihn gefragt, ob er sich da auch draufsetzen kann. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. So ist er wahrscheinlich den Berg runtergefahren. Jetzt hätte ich jetzt die ganze Zeit gelaufen. Ah, oh, cool. Und angekommen, da ist der Spielplatz, wo wir überall das Holz austauschen werden. Was wir noch verbessern, ist eine Treppe, die zeige ich dir auch noch. Wer sich insbesondere noch über die Holzlieferung freut, ist der Tutsu, denn der wird hier als Wächter bei uns oben einziehen. Ich denke, es ist gut bei Nehemia hier einen Wächter dauerhaft leben zu haben, aber der muss ja auch irgendwo eine Wohnung haben und zur Wohnung gehört auch die Treppe. Also ich bin noch ganz gut hochgekommen zur Treppe, aber es ist schon gefährlich. Und wenn ich hier sehe, wie morsch das Ganze ist, die Nägel schauen raus und so weiter, das fehlende Geländer an der Treppe. Also für unsere Mitarbeiter, die hier wohnen, müssen wir echt was anderes machen, müssen wir das Ganze noch aufbessern. Deswegen ist es gut, dass wir das Holz haben. Jetzt schauen wir mal rein ins Häuschen, in die 2 Zimmer. Bist du bestimmt gespannt, wie es aussieht hier drin. Salami Tutsu! Salam alaikum! Hey, du nicht Chano Babao? Ja, ich bin Chano Babao. Das ist also der Tutsu sein neues Haus. Nam Num Kamiya Samni Tafongino. Da kann Tutsu Eva na Tok.
Er hat schon angefangen hier zu arbeiten und die Decke abzuschleifen. Die wird dann neu gestrichen und auch die Wände werden wir streichen. Also beide Zimmer sehen ungefähr ähnlich aus. Das eine ist jetzt zugesperrt, da kommen wir nicht rein. Aber so kannst du es dir vorstellen. Relativ einfach gehalten, aber es muss doch noch ein bisschen was gemacht werden, damit der Tutsu hier einziehen kann mit seiner Frau. Und das ist jetzt dann eins der Projekte auch für die nächsten Wochen, was wir angehen werden. Das tägliche Händewaschen für die Kinder ist ja auch ein wichtiger Punkt, der die Hygiene betrifft, den wir hier im Kindergarten betreiben. Aber hier aus dem Wasserhahn kommt nichts, denn alles wird hier per Eimer gemacht. So ist es meistens der Fall, weil der Wasserdruck der Stadtwerke nicht ausreicht, um die Leitungen zu befüllen. Das ist nicht nur blöd zum Händewaschen, sondern auch, wenn man aufs Klo geht. Denn da muss auch mit der Hand nachgefüllt werden. Also das heißt, der 10-Liter-Eimer wird von den Mitarbeitern hier hochgeschleppt bis nach oben hin zu den Toiletten bei uns im Gebäude. Und dann werden die Klospülungen nachgefüllt, damit eben wieder Wasser drin ist. Nicht optimal der Zustand, aber Verbesserung ist in Sicht. Die Lösung ist der Wasserturm, der hier hinter mir gebaut wird. Und zwar haben die Stadtwerke doch genügend Druck in der Nacht, wo fast keiner Wasser braucht, einen Wassertank zu füllen. Und da kommt ein 1000-Liter-Tank hoch. Und den können wir dann über den Tag hinweg gebrauchen. Und dadurch, dass er eben oben steht, geht durch den Wasserdruck in alle Toiletten, in alle Wasserhähne das Wasser. Und das werden wir jetzt auch als Projekt in den nächsten Wochen machen lassen hier von den Installateuren, die schon fleißig seit Anfang der Woche am Gange sind. So. Das ist ja hier das gute Stück. 1000 Liter passen da rein. Ich denke, der reicht so über den Tag hinweg, weil die Madagassen sind auch relativ sparsam, was Wasser angeht und Klospülung. Von dem her sind wir froh, dass wir den haben werden. Könnten wir eigentlich auch gut bei uns zu Hause gebrauchen, weil wir die gleichen Wasserprobleme haben, privat, wie hier am Nehemia Center. Du siehst, es stehen jetzt hier einige Projekte an und ich freue mich richtig drauf, die zu realisieren. Zum einen hier natürlich den Spielplatz, der verbessert werden muss. Zum anderen, was Nela schon im letzten Video vorgestellt hat, der Umbau des Kindergartens, verknüpft mit dem Tutsu seiner neuen Wohnung, seiner Zwei-Zimmer-Wohnung oben und natürlich der Wassertank, den wir dringend benötigen. Mir geht das Herz auf mit den jungen Männern, also insbesondere unseren Wächtern hier zu arbeiten, weil ja, die können schon einiges, die haben schon gewisses Know-how, aber sind auch bereit dazu zu lernen und ich selber lerne genauso mit ihnen zusammen dazu und so macht es uns viel Spaß. Und ich denke, wir werden in den nächsten Wochen jetzt einiges voranbringen und werden dich auch Teil dran haben lassen und dir dann, wenn es fertig ist, Bericht davon erstatten. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Video.